Hey Leute und willkommen zu meinen 6 Anfänger-Tipps für Musikproduktion, die ihr wirklich immer nutzen solltet. Und los geht's! Ich habe hier mal eine Kleinigkeit vorbereitet, ein wenig Drums, Bass und Piano, dass wir direkt anfangen können. Tipp Nummer 1. Egal ob große oder kleine Produktion. Man verliert schnell den Überblick, benutzt Farben, um unterschiedliche Instrumente und Gruppen deutlich zu machen. Zum Beispiel die Drums in Rot, den Bass in Blau und das Piano in Grün. Ihr habt sofort einen besseren Überblick. Tipp Nummer 2. Farben sind nicht alles. Achtet darauf, dass alle Pattern, Samples und Automationen beschriftet sind. Optional auch mit Icons. Klar, dauert alles etwas länger, doch es gibt nichts Nervigeres, als nochmal herauszufinden, wo die einzelnen Teile des Schlagzeuges sind. Tipp Nummer 3. Erstellt Untergruppen und routet die Instrumente der jeweiligen Gruppe richtig untereinander. So könnt ihr einfachere Bearbeitung vornehmen, zum Beispiel die Drums lauter und leiser drehen oder bestimmte Effekte bearbeiten. Tipp Nummer 4. Nutzt einen Equalizer auf jedem einzelnen Channel. Zieht alle nicht relevanten Anteile raus, um eventuell auftretende Störgeräusche zu eliminieren. Zum Beispiel, die Hi-Hat benötigt keine Tiefen. Doch Vorsicht, verlasst euch nicht auf eure Augen, der Ton darf sich dabei nicht verändern. Tipp Nummer 5. Jedes einzelne Instrument ist im Equalizer gefiltert und klingt gut. Hört euch alle Instrumente auf jeden Fall nochmal zusammen an. Es kommt vor, dass manche Instrumente für sich alleine gut klingen, aber nicht zusammen. Tipp Nummer 6. Das Arbeiten mit einer DAW ist cool und geht nach einer Weile recht einfach von der Hand. Vergesst dabei niemals, solche Programme können von Zeit zu Zeit abstürzen. Klar, die meisten DAWs haben einen Backup-Ordner und eure Projekte sind meistens gespeichert. Verlasst euch darauf nicht, also speichert regelmäßig. Das waren meine 6 Tipps, die jeder angehende Musikproduzent beherzigen sollte. Hat etwas gefehlt? Schreibt es in die Kommentare. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.